Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgame.de. Heute geht es um Generals Alpha, einem Open-RA-Mod, der mir persönlich doch sehr gut gefällt und der meines Erachtens nach relativ viel Potenzial hat für zukünftige Unterhaltungssessions, was den Mehrspielermodus angeht, aber auch im Singleplayer schon ziemlich interessant scheint, auch wenn es noch ein bisschen unfertig wirkt. Aber ich habe so das Gefühl, dass da noch was gehen könnte, beziehungsweise die Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung ist gut. Zuallererst, damit wir nicht gleich mit Gameplay loslegen und ich euch damit erschlage, zeige ich euch auch, wie ihr das Ding in Gang kriegt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr habt das schon heruntergeladen, das ZIP-Archiv von GitHub heruntergeladen und das Ganze schon irgendwohin extrahiert. In meinem Fall beispielhaft unter Downloads Generals Alphas Master. Da drin liegt jetzt noch keine Binary. Der Mod-Dev hat das aber trotzdem relativ einfach gemacht, auch für uns Linuxer. Und zwar gibt es darin eine Datei, die dann heißt launch.game. Wenn man die ausführt, wird man freundlichst darauf hingewiesen, ich mache das gerade mal, dass es das nicht gibt, weil ich mich wahrscheinlich vertippt habe. Ich schaue gerade nochmal. Launch-game.sh. Verzeihung, ein Skript. Bash-Skript. Egal, machen wir uns nicht lächerlich. Auf jeden Fall, wenn man das ausführt, kriegt man gesagt, pass mal auf, da stimmt was nicht, da fehlt noch was. Du musst erstmal Make ausführen. Das Ganze hat bei mir aus dem Stand, ohne das Hinzuinstallieren von irgendwas anderem, funktioniert. Ich hoffe, bei euch ist es genau der gleiche Fall. Das dauert dann einen kleinen Moment. Wir lassen ihn hier gerade mal wursteln und ich gebe so lange eine kleine Einleitung in der Hoffnung, dass es einen kleinen Moment dauern tut hier. Also bei Generals Alpha handelt es sich darum, das Spiel Generals von EA, also Command & Conquer Generals vom Jahr 2005 oder 2003 oder wie auch immer, also relativ neu im Vergleich zu den sonstigen Spielen, die unter OpenRA angeboten werden. Dieses Spiel, dieses erste 3D-Echtzeitstrategiespiel aus der Command Conquer-Reihe, zurückzuportieren, das Spielprinzip zurückzuportieren auf die Engine eines Tiberian Dawn oder Red Alert, also die T Titel, die über die OpenRA-Engine ohne weiteres abspielbar sind oder aufrufbar sind. Genau so, das ist quasi der Plan dahinter. Der ganze Trick ist natürlich, dass ich dann nicht an den neuen Grafiken bedient werden kann aus der Generals-Universum, sondern der Mod-Dev bedient sich an den Grafiken, die ihm durch Tiberian Dawn und Red Alert gegeben sind und hat nur das Spielkonzept, also das Spielprinzip dahinter angepasst. So, die ganze Make-Prozess, lang gedauert hat es nicht, ist jetzt hier auch fertig. Wir versuchen uns nochmal an Launcher GEMA und sofern das Ganze noch funktioniert, sollte ich auf dem gleichen Monitor, wo ihr jetzt die Konsole seht, das Terminal seht, auch gleich ein Spiel sehen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht. Da habe ich auch, wenn alles gut läuft, einen Ton. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es so ist. Kontrollmonitor habe ich gerade nicht auf. Sollte aber gehen. Wisst ihr was? Ich kontrolliere das gerade und schneide dieses Stück gleich raus. So, funktioniert alles. Wunderbärchen, wir haben Ton auf beiden Schienen. Das ist das Hauptmenü. Hier seht ihr schon einen riesen Tohuwabohu und das Ganze sieht verdächtig nach ja, Red Alert aus, werdet ihr sagen. Bis auf vielleicht diesen übergroßen Bunker oder diesen übergroßen Geschützturm von Tiberian Dawn aus der ersten Reihe. Auch das Nord-Hauptgebäude macht so zwischen der Waffenfabrik aus Red Alert überhaupt keinen Sinn. Genau, das ist eben der Fuchs oder das ist eben die Art und Weise, wie sich der Mod-Dev versucht, ja, dem Spiel zu bedienen. Hier unten sieht man ein paar Zivilisten Erz abbauen. Das macht auch nicht wirklich viel Sinn im Red Alert und Tiberian Dawn Universum. Und da sieht man einen so einen grünen Schemen auf der Brücke. Was könnte das denn sein? Gab es bei Red Alert denn wirklich schon Toxine? Nein, die gab es erst bei Generals. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch mal, wie das Ganze im aktiven Gameplay aussieht. In der Hoffnung, dass ich dieses Mal gewinne. Letztes Mal habe ich nämlich glorios verloren. Ist mir mal eine kleinere Karte. Nicht, dass das Ganze jetzt Stunden dauert. Wie sich das gehört, habe ich natürlich glorios verloren. Diese Aufnahme ohne Mikrofonton. Das Ganze werde ich jetzt mal mit Mikrofonton machen. Das sollte erstmal reichen. Über die Options lässt sich übrigens experimentell sogar das Add-on Zero Hour hinzufügen, aber da kam es zumindest bei mir noch zu Abstürzen. Ohne Zero Hour ist mir das bisher noch nichts passiert. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das erste Mal sein wird. So, okay, also starten wir das Spiel. Und gucken mal, was uns so erreicht. Ich versuche ein paar Sachen zu erklären. Es wäre aber nicht schlecht, wenn ihr das Spiel bereits kennt. Also, ich spiele die GLA, sprich die Terroristen. Gelder, die man braucht, um irgendwas zu bauen, werden sofort abgezogen. Das heißt, dieser Bauprozess ist nicht mehr geknüpft an das Geld ausgeben, wie es bei Red Alert und Tiberian Dawn ist, sondern eben, da wird diese Mechanik
von den GL. Also man regnet das? Ich glaube, das regnet. Habe ich noch nie gesehen. Ein bisschen kopiert. Building. Building. Ja, unschwer zu erkennen, auch hier im Baumenü. Das sind die Original-Tiles, wie sie auch in Generals zu finden sind. Nur eben hier in einem OpenRA-Baumenü. Hier oben auch das GLA-Logo, wie wir es alle kennen. Und so versucht eben der Mod-Dev auf Basis dieser Engine die Gebäude und die Eigenheiten dieses Spiel möglichst adäquat unterzubringen. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen voreingenommen, denn ich finde, das gelingt ihm grandios. Es macht jetzt schon unheimlich viel Spaß. Und dabei ist es einfach so unendlich unbalanciert. Sounddateien, wie man vielleicht schon mitbekommen hat, auch schon in das Spiel integriert. Teilweise noch der Sprecher von Red Alert. Man hört ihn. Unit ready, Unit ready, aber eben auch. Wenn man Einheiten auswählt, die Original-Sounddateien aus Generals, ein gesunder Mix aus Retro, 2D-RTS und eben den Inhalten von dem neuen Spiel, dem neueren Spiel. Ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt, ich vergesse das immer wieder. Muss dabei auch sagen, Command & Conquer Generals, ich war schon immer ein Command & Conquer-Fan der alten Teile, die neuen Teile kann man ja nicht mehr spielen. um das einfach mal ein bisschen Kritik zu üben an der Stelle. Und es ist einfach, ich persönlich finde es super, dass mir so quasi dieses Spiel wieder zurückgegeben wird. Und ja, wie erwähnt, ich finde, es hat wunderbar funktioniert oder es funktioniert wunderbar. Und ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Also von allen Command Conquer, ich habe gerne alle Command Conquer gespielt, Red Alert, Red Alert 2, Tiberian Dawn, Tiberian Sun weniger, aber dann doch auch gerne und alle Kampagnen durch und so weiter und so fort. Aber Generals war eigentlich das, was mich als erstes wirklich, wirklich, wirklich über die Kampagnen hinaus gefesselt hat, wo ich mich sogar versucht habe, an einem 65K-Modem oder DSL Lite, ich weiß es gar nicht mehr, ich nehme an, es war DSL Lite eher, an Mehrspielerpartien zu versuchen. Was leider ein bisschen daran gescheitert ist, dass wir in Deutschland nur diese verkackte, zensierte Version hatten und die in internationalen Spielen immer etwas weggestorben ist. Beziehungsweise irgendwann gab es dann Asynchronitäten. Und dann war man ein bisschen, ja, ist man aus dem Spiel geflogen einfach. So. Jetzt sind wir natürlich hier. Das wird nicht lange gut gehen, so wie ich hier spiele. Keinerlei Verteidigung, kaum Einheiten. Ich nehme mal nicht an, dass wir gewinnen, aber davon lassen wir uns die gute Laune natürlich nicht vermiesen. Was ist denn hier oben aufgedeckt? Okay. Bestimmt irgendeinen tieferen Sinn. Wie das Ganze rechtlich aussieht, warum jetzt der Mod-Dev einfach von irgendeiner ominösen Quelle in diese Make-Datei die Spieldateien runterladen kann. Soweit ich weiß, ist Generals, korrigiert mich, noch nicht free to play. Das gab es mal in der 10-Jahres-Edition von Command Conquer. Da war das mal so mit integriert, aber auch die wird kommerziell weiterhin vertrieben. Und ja, meine Aussage steht, wie er jetzt an die Dateien rankommt oder warum er der Meinung ist, dass er die einfach so verwenden darf. Und ob wir das ganze Projekt in 2 Wochen überhaupt noch runterladen dürfen oder ob das dann schon von EA gesperrt sein wird. Das werden wir herausfinden. Jetzt im Moment machen wir noch dieses Video dazu. Hoppala. Und ja, schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, da haben wir auch die Basis aufgesetzt. Wir kämpfen gegen den Chines. Der feine Herr hat sich gerade herausgestellt. So, ihr kommt jetzt mal nach Hause. We will not be hindered. Ihr habt's gehört. Er hat's gesagt, nicht ich. So, wir werden von einem Fliegerer verfolgt. Was man natürlich noch so vermisst für die Kenner des Spiels sind solche Kleinigkeiten wie das General-System ist schon eingefügt. Das sollte ich nochmal benutzen. Basiert aber im Moment noch auf finanziellen Mitteln. Also es gibt keine Generalpunkte. Zumindest noch nicht.
Und, aber, dafür funktioniert es schon recht gut. Also man kann hier jetzt für 500 diesen Cash-Level freischalten. Dafür vorausgesetzt müssen auch ein paar Gebäude sein. Hoppla hopp. Hier, also dieses Special Soviet Barracks, da kann man dann plötzlich doch wieder Einheiten aus dem regulären Spiel bauen. Sogar Verteidigungsanlagen bauen, die eigentlich hier nicht vorgesehen sind. Als kleines Gimmick, als Gag. Hoffentlich ist es keine Bombe. Nein, es ist Geld. Ja, und auch sonst funktionieren einige Sachen, noch lang nicht alles, aber doch einige Sachen funktionieren überraschend gut. Ja. Du wirst tun, was du musst, das ist mir schon klar. Du sorgst jetzt erstmal dafür, dass ich mehr Geld krieg. Oder schneller Geld. Hey, Freunde, hey! Ihr könnt doch nicht einfach hier mein Zeug kaputt. Verdammt. Ihr habt einfach mein Zeug kaputt gemacht. Na gut. Da muss ich wohl jetzt mit leben. Auch auffällig ist, dass man halt eben nicht in feinster Open-RAM-Manie einfach hier den Seitenpunkt anwählen kann, sondern man muss halt wirklich die Gebäude suchen. Ob das in Open-RA so, in General so war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil das einfach schon verdammt lange her ist. Ich kann es nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen, dass das so gegeben war. Mein Turm! Na gut, der steht noch ein bisschen länger da. Und ja, ich höre das schon quasi in meinem imaginären meiner Muschel im Ohr. Ihr wollt, dass ich hier die Special Attacks baue. Vor denen sich die Rush AI, die schon extrem gut, muss man an der Stelle einfach auch sagen, die AI ist wirklich relativ gut an dieses neue Mod mit komplett neuem Spielmechaniken bereits angepasst worden. Also ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur so rumsteht und nicht reagiert, sondern die ist aktiv, die greift einen an, die verteidigt sich und die nutzt auch die zur Verfügung stehenden Techniken. Sei es jetzt im Sinne von irgendwelchen Superangriffen oder was die taktische Seite angeht. Also da kann man niemandem irgendwas vorwerfen. Okay, jetzt hat es meine Dings erwischt, jawohl ja. Da ist er mit Flammenwerfern hochgefahren oder so. Das glaube ich dir aufs Wort. Komm mal nach Hause. Okay, kannst du hier noch so ein Ding bauen. Und das ist also das Raketennest. Das ist ein bisschen arg heftig. Oder falsch. Meine Jungs! Nein! Mein Zeug! Ich brauche das doch noch, Freunde. Ich brauche mehr Luftabwehr. So. Vielleicht bietet sich ja auch nochmal die Möglichkeit, das mit irgendjemandem im richtigen Multiplayer zu spielen. Ich würde es feiern. Ich hätte sicherlich Spaß daran. Freiwillige vor. Bei Bedarf das Ganze natürlich auch gern im Stream oder eben als Aufnahme für später. Ich merke gerade, wir kratzen an den 20 Minuten fast. Oder sagen wir, sind auf dem Weg nach 20 Minuten. Das Ganze ist schon fast kein kurz angespielt mehr. Deswegen würde ich sagen, zwei Sachen noch, eine Special Weapon. Komm, bisschen noch. Und jetzt. Sehr gut. Und dann können wir ja eigentlich mal hier so ein bisschen kitzeln gehen. Das heißt nicht, dass das funktioniert. Das heißt nur, dass ich auch mal ein bisschen Entertainment hier reinbasteln möchte. Gibt es eine Taste für alles entladen? Oh ja, nee, Scatter, das ist nicht das, was ich möchte. Deploy, F, alles klar. Schon ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ja, ist ein bisschen länger her. Jo, ja, so, schön. So, ihr... Was bist denn du? Wer bist denn du? Wer ist denn das? Terrorist? Training. Der Terrorist kann... Unit ready. Hä? Das passt nicht. Ui. Da kommt der angeschissen, macht mir alles kaputt. Was hat das denn mit dem auf sich? Warum kann ich mit dem... Egal. Ist egal. Es ist ja noch nicht irgendwie offiziell oder so. Es ist ja noch eher so ein bisschen
Ein sehr ambitioniertes und schönes Projekt, aber eben. Oh, noch nicht ganz sauber. Oh. Oh je, und die Luftabwehr auch noch. Aber ein paar Gebäude reiße ich noch unterm Arsch weg, wenn's. Er steht da so rum. Was ist das? Ein Minenleger? Ein Troop Crawler. Hm. Komm her. Und wenn ich jetzt F drücke, sollten sich alle entladen. Yes! Funktioniert. Ui, die machen aber deutlich weniger Schaden, als ich zu Anfangs angenommen hatte. Ah komm, ein Gebäude schaffe ich. Yes, man! That's the plan! So, und überhaupt spiele ich richtig, richtig schlecht. So, das ist der Scudstorm. Die eine der stärksten Waffen der GLA. Sind einem so ein paar V2-Raketenwerfer aneinander getackert. Und das Ganze als neues Gebäude verkauft. Mit solchen Mitteln wird sich hier beholfen. Und das Ganze auf eine sehr kreative bis gute Art und Weise. Ladet es euch runter, es kostet nichts. Der Installationsprozess ist relativ einfach, wie ihr gesehen habt. Und ja, wenn sich menschliche Mitspieler finden, macht es natürlich noch mehr Spaß. Aber auch gegen die KI ist es schon relativ lustig. Aber wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, ich weiß nicht, wie das restlich aussieht oder wie lange uns dieses Projekt noch erhalten sein wird, denn... Aber vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Wie gesagt, ich weiß einfach nur, die Sprites und auch die Soundfiles von Generals dürften eigentlich keinesfalls schon freigegeben worden sein, ganz im Gegenteil. Aber gut. Soll erstmal nicht mein Problem sein. Ich werde es so lang genießen, wie ich kann. Das lege ich euch ans Herz. Das soll es gewesen sein für heute. Alle weiteren Infos dazu, sofern wir sie denn bekommen, findet ihr auf holase-linusgaming.de. Da dürft ihr auch Fragen stellen, ins Forum schreiben oder das in den Artikel dazu kommentieren, wenn ihr nicht eh schon das Video unter dem Artikel euch gerade anguckt. Und generell ja, war das, glaube ich, an der Stelle genug Werbung. Ihr müsst jetzt nicht noch sehen, wie ich hier verliere, denn genau das wird jetzt passieren. Ich sage tschüss, bis zum allernächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie in Form eines Kommentars oder wie auch immer. Und mit diesen Worten, mit diesem gar furchtbaren Anblick einer tobenden Schlacht, sage ich auf Wiederschön. Macht das gut, haut da rein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum allernächsten Mal und tschüss.